Hallo Sportfreunde und willkommen zur sechsten Folge vom FIFA 22 Spielerkarriere mit Markus Holzfunk. Ja, ich wollte nochmal sagen, tut mir echt leid, dass am letzten Samstag kein Video kam und auch am Sonntag kam ja auch keine Movie-Folge. Die wird dann diese Woche hoffentlich wieder kommen. Ja, wir werden aber mal gucken. Ja, ob diese Folge so, werde ich so ein Stückchen mal länger versuchen, weil wir haben ja in dieser Folge ja noch dieses Spiel gegen 60, dann haben wir Osnabrück und Mannheim. Waldhof Mannheim. Da haben wir noch die ganze Transferphase, ja, da werden wir auch noch so ein paar Spiele mitmachen und schauen, was für Angebote so reinkommen. Wir werden vielleicht wechseln, weiß ich nicht, hängt ab, was für ein Angebot reinkommt von irgendeinem. Wenn ein Top-Club kommt, dann werde ich vielleicht wechseln, aber ich werde auch vielleicht in Magdeburg ja bleiben. Ja, wir werden mal gucken, wie die anderen zwei Spiele noch laufen. Wir sind ja gerade Erster in der Liga. Aber bevor wir in dieses Spiel gegen TSV 60 München reinstarten, lasst gerne schon mal einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo auf diesem Kanal da, um gar kein Video von der Spielerkarriere zu verpassen, von der normalen Creator Club-Karriere oder vom Movie oder natürlich von den Predictions zur Bundesliga. Einfach, jo, ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt rein gegen den TSV und danke nochmal für 420 Abonnenten auf TuFest FIFA. Dankeschön. Und jetzt rein in dieses Spiel. Schreibt mal Hashtag Spielerkarriere in die Kommentare, wenn ihr diese Serie feiert. Let's go! Wir sind in München, wir sind im Grünwalder Stadion. Also heißt ja eigentlich Stadion an der Grünwalder Straße, aber es ist das Grünwalder. Wir kennen es so in München. Und deswegen schauen wir mal, Blau-Weiß gegen Blau-Weiß. Hier kommen wir rein. Schauen wir mal, was der Aufgaben uns der Trainer gestellt hat. Wir wollen natürlich einen Sieg. Und deswegen nehmen wir das hier als schöne Prävention. Schauen wir mal, ob wir hier gut reinkommen. Wir sind in Schwarz, der TSV in Blau-Weiß in den traditionellen Farben. Schauen wir mal, ob wir da ganz gut schon mal reinstarten können. Da war erstmal ein Fehlpass. Wir bleiben in dieser Situation. Wir sind mit einer Flanke. Ah. Bestes Auswärtsbilanz. Krass. Komm, eine gute Ecke. Wie wär's mal damit mit einer guten Ecke? Ja. Die war nicht schlecht. Nicht schlechter Versuch. Von Bittroff. War ein guter Eckball und dann ein schöner Kopfball. Der hätte sich da schön reingesenkt, aber keine Ahnung, wer bei 60 im Tor ist. Marcel Hiller ist es nicht. Ab in die Mitte. Und jetzt Abschluss. Schade. Hätte er klappen können, der gute Mann hier. Ja, wir spielen bis jetzt ganz gut. Natürlich, wir sind ja die beste Auswärtsmannschaft, deswegen schauen wir mal, ob es jetzt halt mal funktioniert. Nee, der ist zu weit. Komm. Hommel, das macht es ganz stark. Großchance für den TSV. Und zum Glück sind wir da nach hinten gelaufen. Hallo? Spiel halt. Wohin? Pause. Ist es. Es steht 0-0. Ja. Großchancen sind da bei uns und beim TSV natürlich ja auch. Habt ihr ja gerade eben gesehen von Sascha Mölders. Schauen wir mal, wie gut es noch laufen kann. Wir schauen mal ganz kurz auf die Chancen, ja, TSV, wie mit drei Chancen, die mit einer, ja, die habt ihr ja gesehen mit Mölders, wir haben ja eine gehabt, glaube ich, wir hatten eine, dann hatte noch der Stürmer und ein Mittelfeldspieler, glaube ich sogar, eine Chance, jetzt müssen wir in der zweiten Halbzeit nur noch einen Sieg einfahren und dann passt es gegen den TSV. Und Abschluss, jetzt ist da drauf da jetzt, Mai, du musst da schon drücken, mein Freund. Wenn du das Tor zielen willst, musst du Pressing machen hier. Einfach mal zack sagen hier. Den habe ich und zack. Ah, der war nicht gut. Ja, und jetzt warte kurz. Und Abschluss, da ist er drin. 1-0. Heidewitzka. Ja, in strömendem Regen von München. Ja, keine Ahnung, was wir da versuchen. Aber wir versuchen halt die Defensive ein bisschen zu verwirren. Das ist ganz gut, ja. Haben wir auch hingekriegt, so wie es aussieht.
Weil unser Abschluss, also der Abschluss von unserem Spieler hier, ich weiß nicht, wer es war, aber es war Katt. Florian Katt. Erstes Tor in 3 Spielen. Schauen wir mal, ob er noch eins macht heute. Aber wir müssen auch noch eins machen. Der Flanke kommt, der muss weg. Junge, der muss doch nur weg. 1-1. Duden. Vom TSV trifft. Meine Güte, der muss doch nur weggeköpft werden. Oder der Keeper kommt da raus und hat ihn safe. Eins von beiden. Ja. Oh, da stehen wir eigentlich gut. Und dann... ja, kommt der ganz locker flockig zum Kopfball und dann noch mal ein schöner Volley. Ja, aus nicht mal 3 Metern und den macht er natürlich. Jetzt müssen wir noch ein Tor machen. Also ist der Trainer ist recht sauer auf uns. Das war's. Wir spielen 1-1 gegen den TSV. Ja, die gute Leistung wird nicht belohnt von uns. Ja, wir haben alles versucht, alles, was möglich war. Ja, der Keeper ist ein bisschen sauer auf uns. Keine Ahnung warum, so wie es aussieht oder... ja, hat irgendwas zu bemängeln, dass wir mehr zurücklaufen sollen. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber... ja. Mehr als halber am 16er stehen kann ich nicht. Wir haben zwar die beste Bewertung im Kader. Aber trotzdem, das ist... na, ich bin nicht zufrieden. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht zufrieden damit, ja. Der TSV hätte locker ja, 2 Tore machen können, wir auch. Haben sie nicht gemacht. TSV hat auch nur 1 gemacht, deswegen trennen wir uns unentschieden. Trainer auch nicht so wirklich zufrieden mit uns. Ja, wir können mal nochmal ganz kurz drauf gucken auf die Einzelheiten, was so aufgelistet war. Deswegen, ja, wir haben alles versucht. Wir haben 2 Kämpfe gewonnen, 3 Stück. Das ist Premium, was wir gemacht haben. Ja, 33%, Abseits 0, Ballbesitz erobert 7 Mal. Ja, viel mehr können wir auch nicht machen und 7 Mal den Ballverlust direkt schon wieder, aber... trotzdem, wir können zufrieden sein. Ja, Trainer ist jetzt nicht so ganz zufrieden mit uns. Aber, ja, wir sind sogar Player of the Month geworden. Player of the Month? Player of the Match. Ja. Jetzt nicht so das, wo man sich freuen kann bei einem 1-1. Aber es ist zufriedenstellend. So, wir machen jetzt nochmal hier. Sammeln die Trophäen ein. Ja, wir wollen mal probieren, dass wir das auf A kriegen. Ein B ist besser als ein C. Ein A kriegen wir nicht hin. Schade, schade. Die anderen simulieren wir weg. Oh! Wie ich hier gerade gesehen habe, wir sind einfach Player of the Month geworden. Spieler des Monats November. So, 2021. Ist doch stark. Wir sind einfach Player of the Month geworden. Nächstes Spiel ist gegen Osnabrück. Das wird... simuliert, weil wir ja, wir noch nicht wisst, die sind 14. Und deswegen werden wir nicht gegen sie spielen. Die sind nicht mindestens Platz 10. Deswegen Schnellsimulation und okay. Und wir gewinnen 2-1. Wir sind einmal weniger. Holzfunk, wir treffen in der 89. Minute. Und eigentlich müsste der Trainer damit ganz gut zufrieden sein. Ja, Trainer ist zufrieden damit. Ja, und nächster Spieler des Spiels Trophäe in unserem Besitz. Nächstes Training und alle 3 werden gespielt. Weg zum Tor, Mauerstopper und durch die Lücke. Vielleicht werde ich euch da so ein kleines bisschen was zeigen und wir haben schon wieder 6 Skillpunkte zur Verfügung. Ja, werden wir gleich nach dem Training ausgeben. Ihr könnt mir auch gerne reinschreiben, wo wir es noch so reinskillen sollen als ZM. Deswegen starten wir rein in diese Trainings. Boah. Der war ein schöner Kopfball gewesen. Wow. Schöne Annahme. Jetzt kommt nochmal. Ja. Was, der zählt nicht? Hallo? Oh, Mann. Nur ein B, A, A und ein B. Ist zufriedenstellend. Und jetzt geben wir, wie schon gesagt, die letzten Punkte aus.
Sprungkraft, Aggressivität, da muss ich einmal rein. Und dann, was brauchen wir denn noch ganz dringend? Ganz dringend brauchen wir eigentlich, was brauchen wir denn passen so ein bisschen, ne? Passen sind wir halt überhaupt nicht gut. Übersicht, Effet, was brauchen wir denn hier? Übersicht, langer Pass? Ja, ein bisschen langer Pass, ein bisschen noch. Ein bisschen Effet. Ist auch nicht schlecht, kann man auch immer gebrauchen. Übersicht oder noch mehr langer Pass. Schauen wir mal, wie gut wir in das nächste Spiel gegen Waldhof Mannheim kommen. Das ist der Zweitplatzierte. Erster gegen Zweiter. Das Topspiel. Und jetzt wollen wir natürlich Waldhof Mannheim schlagen und an denen vorbeiziehen. Mal schauen, wie gut es klappt. Wir werden es ja gleich sehen. Ja, manche haben Leibchen an, manche hatten da jetzt halt schon das Jäckchen an, dass sie in der Stahlelf stehen. Jetzt Magdeburg gegen Waldhof Mannheim. Wir spielen zu Hause und zu Hause sind wir auch eine Macht. Genauso wie eigentlich auswärts. Aber ganz so funktioniert es als auswärts nicht gegen den TSV. Und jetzt wollen wir erreichen Erfolg. Nehmen wir mal das hier, komm. Ja, abfangen ist ein bisschen schwer, finde ich. Und jetzt rein geht's gegen den zweiten Magdeburg. Was? Mannheim meine ich natürlich. Nicht Magdeburg. Magdeburg sind ja wir. Alter, der steht nicht im Abseil. Eieieiei. Was für eine Chance. Und dann stehen wir da wieder mal zu weit weg. Und jetzt kommt nochmal. Und jetzt hat er. Eieieiei. Und dann haben wir auch dazu direkt schlechtes Timing bekommen. Eieieiei. Anfangsphase gehört bis jetzt. Ja. Waldhof Mannheim. Die ersten 5 Minuten. Oh, da ist es nicht schwer. Aber es wird ein ganz, ganz schwieriges Spiel. Und es ist 1:0 durch Schnatterer. Sieht es so aus, oder? Ja, es ist wirklich Marc Schnatterer, der Ex-Heidenheimer. Hi, da haben wir ganz, ganz schlecht verteidigt. War das unser Mann? Nee, da waren wir. Doch, es war unser Mann. Hatten wir ganz schlecht gemacht, ja. Den müssen wir besser decken. Den Marc Schnatterer. Weil der, da wissen wir ja, der ist ein ganz guter. Hat er ja bei Heidenheim immer gezeigt in der zweiten Liga. Gutes Zusammenspiel. Gutes Zusammenspiel und guter Abschluss. Auch mit dem Schwachen. Ja, da hätte ich vielleicht sogar noch... Nee, hätte ich nicht gehen können. Aber ich hätte abspielen müssen. Ja. Naja. Und wir dürfen Ecke machen. Kommt die gut? Aber die kommt gar nicht so schlecht. Wie wär's mal mit hingehen? Hallo? Komm, einfach mal ein Abschluss. Oi. Der war gar nicht mal so schlecht. Schade, schade. Der da, ja, der kommt wieder bei mir an. Sei ja nicht wieder eine freie Schussposition. Jetzt einfach mal da drauf, auf den Tup, auf den Keeper. Jetzt in den Konter rein. Eieieiei. Sehr, sehr, sehr schwieriges Spiel gerade. Jetzt komm. Können wir den Konter starten? Ja, wir können ihn nicht starten. Wir kommen ganz alleine. Ganz alleine nach der Ecke gegen von Magdeburg. Der Gegner kommt da hinterher. Und jetzt einfach mal ein Abschluss. Ah. Da sind wir zu langsam geworden. Da hätten wir einfach mal abstoppen müssen. Und dann wäre da vielleicht mehr gegangen. Pause. Nach der 6. Minute ist nicht mehr viel passiert. Schnatter dann mit dem 1:0 für Magdeburg. Ja, und dann hatten wir richtig gute Chancen auch. Ja, nicht mehr viel passiert, sage ich. Und dann haben wir richtig gute Chancen. Fange 4 Bälle ab, Alter. Keine Ahnung, wie. Von. Ja, 2-3 Bälle, aber. Naja. Statistik von. Schauen wir mal ganz kurz. Schüsse hatten wir 5. Dribblings. 2 Kämpfe. 5 von 5. Hallo. Wir haben 5 Zweikämpfe gehabt. Ja. Erobert sogar den Ball. Also. Zufrieden müsste eigentlich Trainer schon mit uns sein. Schauen wir nochmal hier. Ja. Aber naja, schau mal, wie die zweite Halbzeit läuft. Hoffentlich besser als die erste. Jetzt.
Aber der war perfekt. Das war kein Abseits. Heißt es 1-1. Da haben wir den Angriff mit eingeleitet. Und dann jo, macht Bürker oder Brückner das 1-2-1. Und es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft einfach, ja. Hier haben wir den Ball ganz entspannt und dann der perfekte Zuckerball in die Schnittstelle der Abwehr und dann legt er den da schön in die Mitte und Brückner macht das 1-1, wenn er so heißt. Ja, er heißt Brünker und nicht Brückner. Komm, wir probieren es einfach. Komm, einfach mal probieren. Komm, einfach mal probieren. Ja, war aber okay. Am Verteidiger irgendwie vorbei. Und der Pass. Ja, der kommt da durch mit links. Mit links. 2-1. Und jetzt wird erstmal ein wunderschönes Söltechen gemacht. Okay. Ich wollte eigentlich einen Tee trinken, aber er macht ein Salto. Ja, ich wollte eigentlich sagen, dass er einen Tee trinkt. Aber nö, er macht erstmal ein Salto. Ja, kann man auch mal machen, wenn man mit links trifft. Aber ganz stark. Ganz stark. Ganz stark macht man das. Ja, jetzt wechselt er außen Müller. Unseren anderen Partner ZM. Und die wechseln auch nochmal. Sehr interessant. Abschluss und da ist der Keeper. Von Marc Schnatterer, wenn mich nicht alles täuscht. Auf den ersten Blick, nee, es ist nicht Marc Schnatterer, aber der geht genau durch die Beine. Aber Reimann ist da mit seinen Doppelpranken. Flanke kommt rein, da muss man irgendwie hin. Oh, da stehe ich auch ganz dumm. Uiuiuiui. Das habe ich zu spät gesehen, dass der da komplett frei steht. Jetzt Schnatterer nochmal, er legt ihn auf Außen und dann ist er drin. 2-2. Ah, das war auch nicht gut wieder von mir verteidigt. Ja, da habe ich zu spät gesehen, dass Marc Schnatterer da komplett frei steht. Das habe ich zu spät gesehen. Ah. Ja, hier sehen wir es. Schnatterer hier, zack, und dann hämmert der den Ball da rein, du. Nichts zu halten für Reimann. Jetzt ist er durch. Komm, ich bringe ihn einfach mal rein da. Ah, okay. Dann halt so, irgendwie. Nein, leider nicht. Schade. Ich gehe da einfach mal drauf. Oh, ganz gefährlich. Eieieiei. Magdeburg. Was ist los bei euch? Zum Glück geht der Ball nicht rein. Waldhof Mannheim macht Druck. Und wir haben nur noch knapp 10 Minuten auf der Uhr. Durch die Lücke, ja. Nochmal ein Zeiter. Jetzt hat Abschluss. Abschluss, Abschluss. Dann zu hoch. Glaube ich aber auch nur der... Ja, nee, ist sogar der Stürmer. Ist sogar ein Stürmer und der hält den da einfach mal drauf und hält... Ja, und dann geht er halt 5 Meter drüber. Wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, wir kriegen vielleicht sogar nur noch einen einzigen Angriff. Nachspielzeit läuft auch schon. Und warum spielt ihr so... Hallo, spielt nicht so hinten rum. Wir müssen nach vorne. Ja, der Ball kommt an. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht wirklich gut. Das ist der letzte Angriff gewesen. Nee, das war's noch nicht. Jetzt ist er... Er schließt nochmal nicht ab. Er schließt nicht ab. Er legt ihn auf. Und was ist denn hier los? Es steht... Er steht 3-2 und jetzt wird der Tee getrunken. Zack, Mann. Was ist denn hier los? Was ist das hier für ein Spiel? Das ist ja nicht mehr normal. Er legt ihn einfach nochmal ab. Und dann machen wir den Doppelpack. Im krankesten Topspiel. What the fuck? Letzte Sekunde. Und wir treffen zum 3-2 im Topspiel. Eieiei, hätte es mir einer davor erzählt, ich hätte es sofort unterschrieben, dass wir in der letzten Minute den Siegtreffer machen. Und jetzt ist es vorbei. Wir gewinnen mit 3-2 im Topspiel gegen den zweiten. Eieiei. Schauen wir mal, wie zufrieden der Trainer mit uns ist. Tut mir der Hals ganz schön weh. Hilfe. Heini wollte nicht so rumblären. Ja, der Trainer sollte eigentlich normalerweise super zufrieden sein. Wir sollten normalerweise der Matchwinner sein im Spiel. 2 Tore, erfolgreiche Pässe 25. 15,5 Kilometer sind wir gelaufen. Ich wäre ganz zufrieden, wenn ich der Trainer wäre.
Und sind der beste Spieler auf dem Platz gewesen, haben das entscheidende Tor gemacht. Schauen wir mal, ob wir auch der Man of the Match sind. Ja, ich bin ganz zufrieden. Schauen wir mal, was die Spieler-Ding sagt. Ja, 3 Tore hätte man machen müssen. 3 Tore haben wir gemacht. Damit können wir zufrieden sein. Und jetzt schauen wir mal, was der Trainer gesagt hat. Ja, Trainer ganz zufrieden. Wir haben sogar 4 Bälle abgefangen und sind Man of the Match geworden. Ja, Man of the Match im Topspiel. 4 Bälle haben abgefangen. 94% Dribbling erfolgreich. Ja, super machen wir das. So, neue Trainings sind eingestellt. Und jetzt beginnen wir die mal gut zu machen. Boah, Leistung überragend, ja. Nur, oh, schön. Alles dry mit einer A abgeschlossen. Obwohl schwer, normal und leicht. Ja, aber die schwere Aufgabe war nicht so schwer. So, wir haben jetzt nochmal 3 neue Trainings eingestellt. Wunderschön sieht's aus. Und jetzt schauen wir mal, wie gut wir da getimter hoher Pass, präzise Flanken und Weitschussübung. Einmal nach außen und dann nach drüben Abschluss, zack. Das ist ja Trauma, was wir da machen, du. Das ist ja, ah, okay, das nicht. Ach du heilige Scheiße. Wenn man die richtige Tastenkombination drückt und einfach immer gesagt wird, falsche Tastenkombination, ich drücke die L1-Taste. Und deswegen haben wir jetzt ein F. Davor haben wir immer ein B gehabt und ich dachte mir so, ja, besser geht's immer. Aber ich hätte es einfach mitnehmen sollen. Neuer Versuch, komm, einen Versuch gebe ich mir noch. Schön unten ins Eck. Schön. Nein, der ging daneben. Der ist jetzt aber. Da war da dran, der Keeper. Letzter Versuch. Es kommt oben an den Ding dran. Schön. Level 11. Dicht machen. Vorteil freigeschaltet. Ja. Auch wenn wir direkt in geteilte hohe Pass, ja, ein F gekriegt haben. Trotzdem ist der Trainer damit uns zufrieden. Und jetzt machen wir nochmal Skillpunkte upgraden. Oder wir heben uns das auf für die nächste Folge. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie wir upgraden sollen noch. Ja, ZM könnten wir noch so ein bisschen defensiv, würde ich mal sagen. Letztes Training für diese Folge. Ja, wir haben wieder geteilte hohe Pass, Torwartduell und Flankensitzung. Ein B. Ach komm, das nehme ich jetzt einfach mit einem B. Das ist mir jetzt wurscht. Alles mit A abgeschlossen bis auf das erste, weil da habe ich es einfach mitgenommen, weil bevor dann plötzlich doch nur ein F wieder rauskommt, weil ich es mal wieder nicht hinkriege, aber das ist gut. So, wir machen jetzt noch das letzte Spiel in dieser Folge und zwar eine Schnellsimulation, weil, ihr habt es gesehen, Freiburg 2 gerade mal 12. ist. Und wir machen eine Niederlage draus. Ach du heilige Mutter Maria. Braun-Schumacher. Also ich werde auch nicht zufrieden. Meine Güte, wie kann man gegen Freiburg 2-0 2-0 verlieren? Haben wir irgendwie eine gelbe Karte bekommen? Oder habe ich das gerade übersehen, weil im nächsten Spiel sind wir einfach gesperrt? Na, deine jüngsten Leistungen haben mich ziemlich enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich dich im Moment wirklich in der Mannschaft sehe. Von der Stelle ganz zu schweigen. Du musst in jedem Training alles geben, um dir deinen Stammplatz zurückzuerobern. Gib alles, es liegt nur an dir. Viele Grüße, Christian Tietz. Zu viele Karten, ja. Man sieht sich beim Training, ja. Und die Sperrung ist abgelaufen, okay. Ja, wie gesagt, wir sind gesperrt, das Spiel machen wir jetzt auch noch. Weil das heben wir jetzt nicht für die nächste Folge auf. Und wir gewinnen hoffentlich mal. Danke. Oh, nächstes Spiel wäre gegen MSV Duisburg. Aber das wird in der nächsten Folge stattfinden. Einfach, ja, weil ihr es mir gerne noch reinschreiben könnt. Wegen den verfügbaren Skillpunkten. Ihr seht es immer noch, wir sind immer noch der beste Vorlagengeber der Liga. Ja, bin ich ganz zufrieden. Vereinsnews, wo bin ich denn jetzt hier? Hallo? Wo ist denn das jetzt hier? Hallo? Gibt es jetzt hier nicht mehr oder was? Hallo?
Ich will das jetzt sehen. Die News nochmal. Oh. Ich will jetzt nochmal die News sehen hier. Okay, dann sehen wir es halt nicht mehr, oder was? Nee. Wir sehen es nicht mehr. Okay, dann nicht. Aber ich würde sagen, Leute, ihr könnt einen fetten Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt noch mehr in die Kommentare schreiben. Ich würde mich freuen, wenn wenigstens ein paar Kommentare in den Kommentaren stehen würden. Ihr könnt jetzt hier links auf oder rechts, von euch gesehen rechts, ja. Einfach, oder links? Ich glaube links. Ich weiß es auch nicht mehr. Hilfe. Naja, oder? Haut rein. Bis nächstes Mal. Und ciao. Und schaut unten noch auf den Videos vorbei. Und natürlich die anderen Kanäle, ne? Tschüss.